Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei World of Tanks. Ich begrüße euch heute zusammen mit dem Infocraft. Hallo. Und ja, wir sitzen hier gerade in der ES6. Ein bisschen rumfahren. Wargaming hat jetzt die individuellen Missionen rausgebracht. Und da bin ich auch momentan dran. Man sieht es da unten schon, ich bin jetzt bei Schwerenpanzer bei Teil 4. Beschädigen Sie mindestens ein Modul und verletzen Sie einen Besatzungsflieger eines Gegnerfahrzeuges. Überleben und gewinnen. Wobei ich glaube, eins darf das Überleben, glaube ich, der Nebenfaktor ist, der einem einfach mehr Credits bringt. Hier unten stehen sind immer die Neben. Ja. Das ist eine kleine Lücke. Stimmt, das ist eine kleine Lücke tatsächlich. Ja, Wargaming hat die Individualmission rausgebracht und im Endeffekt kann man sich damit bis zu 4 Panzer erfahren. Muss dafür jeweils, es gibt für alle 5 Panzerarten jeweils 15 Missionen und entweder man schließt alle 5 normal ab, die jeweils letzte Mission gibt einem Tokens, mit denen man den Panzer dann bekommt, oder man macht 4 Stück und dann dabei jeweils die Zusatzmissionen mit, dann hat man das Ganze auch schon. Also man kann quasi eine Panzerart damit auch ignorieren, wenn man die nicht kann und muss dafür die anderen einfach besser abschließen. Und kann dafür Panzer bekommen, ja, als erstes hier die, ich glaube Stück 4 irgendwas, auf die ich hinarbeite. 3 G, nee, nicht G. Dann sage ich Stück 3, G ist das Stand, ich glaube es war eine Stück 4 sogar. Ja, ich habe gehört, die soll genauso sein wie die Ursprungsstück, bevor die die ja jetzt geteilt hatten. Echt? Und ich keine Ahnung, wie die sein soll, ich will sie mir einfach irgendwann über Zeit alle erfahren. Ich habe gehört, es soll deutlich einfacher sein, wenn man regelmäßig Zug fährt, aber ein paar Sachen sollen auch im Zug deutlich schwieriger sein. Es gibt Sachen, also bei jeder Klasse, jetzt zumindest bei den Stück, dass 2 Missionen, die man im Zug erledigen muss. Ja. Ja, das also auf jeden Fall. Also es gibt ein paar, die muss man machen. Da gab es auch schon ein bisschen Rumgeheule von Spielern, von wegen, ja, ich bin ja dazu gezwungen, mit Leuten im Zug zu fahren. Wenn ich alleine spiele, kann ich das nicht. Finde ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen albern, dass man sich da aufregt. Denn es ist durchaus sinnvoll, dass man das, dass Leute dazu, also die Missionen sind ja schon ein bisschen dazu da, Leuten quasi das auch ans Spiel ranzuführen und Sachen zu zeigen, weil man sie machen muss. Und da muss man lernen, wie man die macht. Und es gehört halt auch zum Spiel dazu, dass man lernt, Zug zu fahren. Und sich, wenn man die Sachen halt haben will, auch bereit ist, mal zu sagen, okay, ich, suche mir Leute, mit denen ich das dann machen kann. Ja. Haben so einen Panther getroffen. Super, deswegen habe ich gerade. Ich habe übrigens den geilsten Mod der Weltgeschichte. Den Minion Sound Mod. Das Ding ist der absolute Oberhammer. Ich liebe das einfach. Jedes Mal, wenn man etwas beschießt oder beschossen wird, dann fangen die Minions an, Sounds zu machen. Gerade wenn man jemanden Schaden macht, machen sie halt meist eine richtige Party. Das ist ziemlich lustig. Was glaube ich? An den Chef wieder oben wohl dran? Komm nicht dran. Noch jetzt. Ja, ich habe leider zu ungeschickt geschossen. Das war auch wieder ein schöner Schuss. Also aus meiner Sicht ist er am Chefi vorbeigegangen, aber ich habe ihn trotzdem gekillt. Das ist doch super. Und irgendwie interessant, also. Ich wundere ja ein bisschen, dass da vorne ein Conqueror steht, auf den habe ich eigentlich keinen Bock. Den E75, da habe ich auch keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber 75, der schafft es ab und zu mal zu verschießen. So ein Conqueror, der tut in meiner Erfahrung nach mehr weh. Ja, aber da durchkommen ist halt das Problem, ne? Ne, das sowieso. Aber der E75 scheint auch nicht der beste Spieler zu sein, so wie er da immer noch steht und sich beschießen lässt. Ah, hier ist dran, möchtest du das nochmal probieren? Noch ein E75. Oh, jetzt hat mich irgendwas getroffen. Ich durfte gerade mit Freude feststellen, wir haben keine Art, und die Gegner auch nicht. Das heißt, ich stehe hier ziemlich sicher momentan. Außer die E75 kommt jetzt tatsächlich gleich irgendwann. Aber sicher stehen allein ist auch kein Gewinn. Der ES3 sowohl den Tag. Drück da nicht rüber. Ich werde auch nicht rüber drücken, aber ich werde der ES3 in die Seite schießen. Das war der Plan. Wenn ich Glück habe, kommt die E75 auf die Idee rüber zu drücken. Dann könnt ihr von hinten drauf schießen. Bin hier neben dir. Ja, oder wer auch immer sonst da hinten noch steht. Der E75 kommt ein bisschen hoch. Ja, lass ihn. Oha, mich blockt der Panzer. Der ärgert sich wahrscheinlich darüber, dass du ihn gerade aus Versehen getroffen hast. Hab ihn ja nicht mal penetriert. Wie dann? Einfach nur vorne an seiner Wanne abgeprallt. Aber wegen ihm habe ich jetzt halt eine gefressen, ne? Das ist natürlich ärgerlich, aber passiert. Naja. Ah, dafür habe ich einen gefressen, aber dafür bist du tot. Links ist ein T29. Ja. Können wir aber auch nicht rüberdrücken. Wenn wir rüberdrücken, können die E75 uns wahrscheinlich was geben, außer wir setzen wirklich weit zurück. Ja, aber da stehen ja auch noch bestimmt was in der Base, also. Conqueror ist halt auch da. Schön, wie er sich über Premium aufregt, dabei war das keine Premium-Munition. Ja, das finde ich auch immer lustig.
glaube, die denken immer, sobald man durchkommt, nutzt man halt Premium, ne? Weil der Ah, Panzer, drei eigene schneller. Panzer ist schon. Scheiße, fuck, jetzt habe ich mich davon irritieren lassen, dass der da. Es war halt einfach die Tatsache, dass ich Oh. durch seine Nase durchkommen konnte. Der T30 hat da schöne Arbeit geleistet. Das Problem ist, der Conqueror wird mich jetzt wahrscheinlich wegfrühstücken, wenn er das will. Und der Oder? E75 dahinter steht auch ziemlich gut. Sie sind beide One-Shot für die. Also wenn wir Pech haben, drücken die gleich hier wirklich rüber. Ich bin auch schon wieder Der im Cluster. Panzer auch. Nur der T30 nicht. Das war ein Chariot. Aha, das heißt, wir dürfen nicht zu weit zurücksetzen, weil der hinten etwa am Snipern ist. Follow me. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, mein Freund. Lo, ne, wir haben so wenig Leben, da folgen wir ihm garantiert nicht. Aber doch, wir werden, wenn der rüberdrückt, werden wir etwas machen, aber nur wenn er rüberdrückt. Ein HP, verdammt. Das ist der T37. Der E75 konzentriert sich nicht auf mich. Ja, das rettet mir wahrscheinlich eine Zeit lang ins Leben. Ah, kriegen wir die gar nicht runter. Er kann uns halt alle hier schön One-Shot rausnehmen, ne? Wenn er das macht, ja, mein größter Gedanke ist der T37, für den der irgendwie wegbekommen, weil wenn ja, können wir wieder was machen. Aber wenn da wirklich der Chariot hier hinten steht. Ja, klar, das ist natürlich immer noch gefährlich, aber. Also wenn das Oh, der Team da oben jetzt 73 ist da hinten hin, gewinnt. okay. Aber da hinten dürften wir ja das gewonnen haben, also. Nein, ja, wir müssen jetzt hier momentan nur halten, aber ich würde gerne noch ein bisschen Schaden Stimmt. abbekommen. Ich auch. Nichts gerissen bisher. Da ist der Chariot. Ja, ich konzentriere mich auf den E75. Ich auf den M103, glaube ich. Was ist M103? Wo soll das du jetzt ein M103 entdeckt? Das wird Hinten. hinter uns. Ah, okay. Ja, zumindest in so eine Richtung geschossen, wo nichts mehr von uns stand, also Ja. dachte ich zumindest erst. Ich brauche noch ein bisschen, dass der T. Ah, ne, der T, das ist Ich wollte tot, gerade sehr sagen, wer hat gut. den rausgenommen? Ich weiß es nicht, aber es ist gut für uns. Pass aber auf, mit deinem Hintern, da steht immer noch der Chariot und der Jagdpanther und die haben gerade versucht auf dich zu schießen, also darfst du da nicht weiter hoch. Weil wir Da sind ist jetzt er. von der anderen. Da ist der Chariot, okay, das ist gut. Den J-Panther auch. Ja, der wird von der anderen Seite behakt, der ist beschäftigt quasi. Ja, der Bulldog ist aber leider auch gestorben von uns. Ja. Da sind aber noch genug, das passt. Der M103, der verzieht Der sich jetzt Jagdpanther ist halt. kaputt. Wenn der Chariot hier jetzt tot wäre. Nein! Ich lebe, Hier ist du nicht. T29 von hinten. T29, umdrehen. Ja, weil ich nicht schnell genug reagieren kann. Turm dreht zu langsam. Naja, schade. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher drehen müssen, aber zu spät. Dachte, ich komme da rechtzeitig wieder runter. Der hat nicht mal zu mir geschaut, aber er hat einfach abgedrückt. Ein Durchschlag hat so ein E75 eigentlich. Genug. Nennen wir es einfach liebevoll genug. Aber das dürfte unser Team ja wohl trotzdem noch gewinnen können. Ja gut. Der beste Sie dürfen Spieler ist es gewinnen halt. können, das heißt nicht, dass sie es tun. Ja, das potenziell möglich ist es ja, aber. Ja, nichts gerissen. Oh, ich habe meine 1700 Schaden gemacht, das ist okay, aber der Löwe hat halt noch viele Lebenspunkte, das kann uns auch mal entgegenkommen. Frage ist, wo halt jetzt der Chariot steckt. Ja, der Löwe mit den meisten Punkten, Lebenspunkten soll cappen. Was ist denn das für eine Logik? An sich ist es schon intelligent, jemanden in den Cap zu stellen, da stimme ich zu, aber ich Ja, würde aber nicht den den Löwen dafür nehmen. 54er und nicht den Löwen. Der Chariot hier schießt HE. Hash wahrscheinlich sogar, das ist doch der T8er, oder der hat Hash-Munition. Er hat gerade nur 50 Schaden auf den M103 gemacht.
Ja, wenn du auch mit Hash kannst du bouncen. Und der Aber das. T54 ist am Hintern vom E75, sehr schön. Damit haben Ja, sie das. super. Au! Wenn ich jetzt ein paar Module und Crewbesatzungen beschossen habe, hätte ich tatsächlich sogar die Mission erfüllt. Das wäre cool. Müsste für meine Mission mit dem Heavy cappen. Naja, ich habe zweimal HE auf den E75 geschossen, also mit Glück habe ich da tatsächlich sogar was gemacht. Oder vielleicht so auf irgendwas habe ich mit HE geschossen. Ja, ich habe es erfüllt. Chakalaka. Ich habe zwar die Bedingungen nicht erfüllt, weil ich nicht überlebt habe. Und übrigens, bei mir werden die Missionsfenster gar nicht angezeigt. Da ist die einfach Ja, leer. das ist irgendein Mod, der macht einen Fehler. Ja, ich weiß, aber ich bin zu voll, es zu ändern, weil ich ja weiß, was die Mission war. Was ist denn die Ja. nächste, die ich erfüllen muss? Bei den Heavies. Übrigens, was vielleicht für dich und für alle Zuschauer teilsam ist, bei den Scouts habe ich noch keine Mission erfüllt. Ich habe euch zuletzt mit anderen Leuten Zug gefahren, und da war das Problem, dass man da nicht allzu häufig Scouts gefahren ist. Aber ich habe schon eine Arti-Mission erfüllt. Was? Was für Ja. eine Art hast du denn? Die Ente des Todes. Okay. Also ja, ich habe. Da kriege ich diesmal Ersatzteile und Stuff. Ah, interessant. Ich habe Arti-Mission erfüllt, bevor ich Scout-Mission erfüllt habe. Sieht man noch nicht allzu häufig. Ja, erwartet man bei dir nicht, also. Also, ich habe übrigens noch ein paar mehr Heavies, die wir durchfahren können. Kannst starten. Ja, ich musste da gerade noch jemandem im Chat antworten. Ich Ach bin doch so. nett. Weißt du doch. Unheimlich nett und freundlich. Ach, unser Bündnispartner ist ein Mein Gegnerteam. Bündnispartner, mit dem arbeitet ihr denn jetzt schon wieder zusammen? V4D sind das unter anderem. Wir sind im Moment in Westafrika mit 6 Provinzen. Ich habe von V4D noch nie gehört. Ich auch nicht vorher, aber. An Just erinnere ich mich ja noch. Die haben ja von den Elitekriegern mal richtig auf die Fresse bekommen, als sie in Afrika am Tönen war. Von wegen, ja, die Elitekrieger, die können ja nichts, die hauen wir sofort weg. Und dann ging das anders. Das ist die letzte Erinnerung, die ich an Just habe. Von daher bin ich da auch mal sehr zweigespalten. Ich finde die Leute alle sehr nett, Ja, also. ich kenne die Leute als Personen nicht, weil die auch bei Just 5 nicht. Ich kann mich halt nur erinnern, wie das, als ich damals mit den Elitekriegern zu tun habe, dass halt das große Thema war, dass alle da ihren Spaß in Afrika hatten. Und Just und EKR sich dabei schon am Betteln waren. Ja, wie auch gehört, dass sie sich nicht so mögen wohl. Aber ich Ja, bin jetzt noch da. nicht so lange drin, deswegen. Das Problem war, glaube ich, wohl, dass. Oder die Ausgangslage war, dass Just hat gesagt, so, wir sind besser, wir klatschen euch weg. Und Elitekrieger hat gesagt, so, ihr könnt euch mal, wir versuchen das zu halten und haben das auch halbwegs geschafft. Und seitdem hat sich da wohl so eine richtige Rivalität entwickelt und die können sich nicht so leiden untereinander. Ich fand das immer sehr unterhaltsam, wenn ich mit den Elitekriegern. Ich bin ja mit Don Ossi da häufiger mal gefahren. Und habe ja auch noch. Ach, Jesse, musst du mich jetzt echt drehen? Ich habe doch schon versucht einzulenken. Aber Gefahr, das war sehr lustig, wenn man da ein bisschen was von mitgehört hat. Das war sehr unterhaltsam. Solange die Leute die beteiligt ist mit Humor nehmen, sehe ich das halt, war sehr unterhaltsam. Oh, hallo Foch. Schön, dass du weggefahren bist, das rettet mich wahrscheinlich. Zum Glück ist der 57 Heavy weggefahren. Okay, er wurde schön vernichtet. Wenn ich jetzt auch den Ja, gut, Spot habe, dann wäre es optimal. ich bin da oben nicht hochgefahren, weil ich ja Ich habe nicht den die Turm beste Gun dafür. Depression habe. Ja klar, du bist da oben genau richtig. Ich bin hier unten besser. Und hier ist halt ein Foch, der sich gerade umbringen will, quasi. Und der da auch von irgendwas von der Seite sogar getroffen wurde, von weit hinten. E100 ist an mir gebounced. So, An der au, unteren Wanne irgendwie. au, au, da ist ein Patton in der Stadt. Zum Glück hat der nur meine Gun erwischt. Mal scheinbar hat der Rest der Leute das nicht wirklich gesehen. Jungs, passt mal ein bisschen auf. Ah, der E100 hat auch von der Arti kassiert. Glaube, das könnte wieder eine sehr erfolgreiche Runde für mich werden. Ja, gut. Der brennt und der hat keinen Autofeuerlöscher in seinem 10er Heavy. Der hat das zweite Mal gerade gebrannt. Der war gerade eben schon in Echt? Ja, Flammen. okay, gut, das kann ich natürlich nicht wissen, aber ich habe das gerade ganz schön gefeiert, dass ich Die den Arti hat weggebrannt ihn habe. eben angezündet. Deswegen. Ah, sehr schön, gut, das konnte ich nicht wissen. Das konnte ich nicht wissen, aber es war sehr schön. Und jetzt bin ich aufgegangen und sollte zurück. Genau deswegen. Das war die zweite Arti. Die hat Oh, dann die leider Artis getroffen. hauen hier echt gut rein, ne? Ja, das Problem ist halt, ich bin einer ausgewichen, bin da zurück, dass sie mich nicht getroffen hat, der Jagdpanzer mich nicht getroffen hat, aber die zweite Arti hat leider getroffen. Ich habe nur ein Repair-Kit dabei, ein Erste-Hilfe-Kit dabei.
meinte, das ist eigentlich unsere Arti, weil die haben den 57 Heavy eine 1500er gegeben, den E100 eine 1500er, den Jagdpanzer rausgenommen. Der hat aber auch recht gut reingehauen, so ist es nicht. Also. Ich wäre jetzt immer für die 30-Sekunden-Regel und bleibe ich erstmal ein bisschen stehen. So, du bleibst nicht auf einer Stelle, dass sich gleich irgendeine Arti raushaut. Ich stehe hinter einem Haus. Ja, gut, ich bin zu, als ich mich hier positioniert habe. Da kommt der Patton. Jetzt können wir langsam wieder aufwachen. Aber ohne Fahrer fällen sich diese Panzer halt echt scheiße. 75 am Tiger abgeprallt. Ich sehe doch einfach mal. Ah, schade, nicht in der Fahrt getroffen. Nee. Ich auch nicht. Müssen wir Cappen fahren? Ja, viel Spaß dahin zu kommen mit deinem schnell, unheimlich schnellen Panzer. Ja, ich hasse das mit dem Heavy Cappen. Schaden machen, das ist im 10er echt nicht einfach. Und wieso komme ich nirgendwo durch? Ist doch doof. Da warst du schon die gute Durchschlagskanone mit deinem T-34. Distanz ist es halt. Deswegen liebe ich den Nahkampf mit solchen Panzern, weil ich jetzt meine 2000 Schaden zusammen habe. Ich auch. Jetzt verstecken sie sich hinterm Haus. Vor allem habe ich schön viel auf Zähne. Ich habe bunt gemischt. Ich habe den 102 Schüsse gegeben. Das war's. So. Lebt der Patton noch? Der E50 noch? Scheint so. Meiner. Schön. 1000 Schaden. Und das war der zweite Treffer der genau der gleichen Art. Ach Mann! Hat das Ding mich halt für ich habe halt voll nicht mehr bedacht, dass sie überhaupt noch Artis sind. Der hat mich halt für 1057 nochmal erwischt. Genau die gleiche Arti wieder, ey. Das ist mies. Na gut, ich habe 2400 Schaden gemacht. Vielleicht reicht es für die Top 3, aber in Tier 10 wird das schwierig. 3400? Ja, 2400. Ja, ich habe allein mehr als du. Dann darf nur einer noch mehr haben. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ja, glaube ich auch nicht, aber egal, es war lustig. Nein, mit 2-4 als 8er in einem 10er Match bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Na toll, bin offen. Puh. Gut, dass du so langsam bist. Ich hatte heute eine Runde mit dem Rheinmetall, auch drei Artis im Gegnerteam. Und ich stand da halt, bin dann irgendwann vorgefahren und direkt hinter mir sind alle drei Artis eingeschlagen. Gleichzeitig. Also so eine halbe Sekunde versetzt vielleicht. Ich kann verstehen, dass der Pershing nicht spotten will, aber irgendeiner muss es halt machen. Da die Sichtweite nicht so ganz. Ja, klar, wobei bei T40 geht's ja so noch. Ja, jetzt fährt die E7 vor, die hat die wenigste Sichtweite. Bring dich in Position, da ist der Bulldog. Ah. Ja, und da unten steht der Rest. Ja. Damit hat's den auch erlegt. Klar. War halt auch dumm von ihm dann vorzufahren. Oh. Das war die Arti, ja klar. Ist das. Ach, jetzt ist er der Idiot oder was? Die sind halt beide Idioten. Das muss man halt ganz ehrlich sagen. So, es wäre richtig gewesen, dass der Pershing vorgefahren wäre zum Aufdecken, weil der halt mehr Sichtweite hat, aber es war halt von beiden dumm, sich so zu verhalten. Und die Arti hat zum Glück verschossen. Isn't not you noob. Oh, wenigstens kann er aber er bekommt wahrscheinlich die Gun. Doch, er bekommt die Gun hoch. Ja. Ach, ich schreibe da jetzt lieber nichts zu. Einfach ignorieren. Das Einzige, was ich dazu sagen will, irgendeiner muss spotten. Das muss ich immer ein Dummer finden, sonst passiert nichts. Wer das macht und warum, das kann man ausdiskutieren, aber auf jeden Fall sollte man sich dabei nicht so flamen, weil da hat man auch nichts von. Da ist der GWE wieder, Pershing, hallo. Den kann er nicht treffen, der steht hinterm Haus. Doch, er kann ihn treffen, hat ihn auch aufgemerkt. Irgendwo muss er eine Kante von ihm gesehen haben. Ja. Das Problem ist, der schießt halt jetzt zurück. Schön. Und er hat echt Glück gehabt, der GBI hätte ihn doch erwischen können. Und da kommt der Bulldog. Ja, er hat den Magaziner. Ja, das Problem ist, dass der Bulldog das halt tatsächlich immer noch verschießt. Zum Glück. Ja.
Das war halt, der Bulldog hat ihn wesentlich früher kaputt. Ich glaube, der hat sich selbst gekettet durch seinen Sprung. Und er hat halt zwei Schüsse am Turm des Pershings abgeprallt, sonst wäre der Pershing da tot gewesen. Wundert mich, dass da keine Arti reinhält. Wieso fährt die 14-2 da so vor? Weil die als einziger verstanden hat, dass entweder verstanden hat, dass so nichts passiert, oder sie hat einfach genauso schlechtes, wie sie aussieht, nämlich knallrot. Mir soll es fast egal sein. 18.000 Gefechte. Also es sieht tatsächlich so aus, als wäre das jemand, der einfach das Spiel nicht verstanden hat und es deswegen macht. Soll mir egal sein, solange er das Spot übernimmt und das Team daraus was macht, dann ist es ja in Ordnung. Ich meine, wir haben da einen 2-6-3 in Position zum Feuern. Das dürfte also eigentlich recht gut funktionieren. Wenn der die Arti mal treffen würde, ja, oder so. Die Su-14-2 lebt halt vor allen Dingen auch immer noch. Ja, soll sich der Pershing den WT von hinten? Nein! Oder? Die Su-14-2 kommt damit durch. Und jetzt dürfen Sie nicht vergessen, dass da noch eine M44-43 hinten links in der Ecke steht. Das ist ja der letzte. Ja. Also. Aber das ist so dieses What? Schön. Er macht. Wie sagte Jingles mal, eine dumme Aktion ist nicht dumm, wenn man damit durchkommt. An der Stelle war die Aktion wirklich nicht dumm. Ja, das stimmt. Wobei das wahrscheinlich nicht aus Intelligenz eine dumme Aktion war. Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja egal, solange sie Ach, du hast den funktioniert, was. drittmeisten Schaden. Ja, wie geil! Ja? Wie auch immer, ich habe 1700 Spotting und ja, zweitmeiste Erfahrung. 2300 Meisten Spotting, Schaden. 2900 ermöglicht. Ja. Aber ich habe. Weißt du, was der Witz ist? Du hast mehr Spotting als ich, du hast mehr Damage als mich, Aber die als ich. Kills zählen da so rein, ne? Die Kills und natürlich, was du von dem, was du selbst gemacht hast, auch selbst aufgedeckt hast. Du hast mehr Ja. über hohe Reichweite, das hast du wahrscheinlich nicht selbst gespottet in dem Moment, sondern du hast einmal am Anfang gespottet, einmal andere Schaden gemacht und das, wo du Schaden gemacht hast, hast du nicht selbst gespottet, weil ich meinen Schaden oftmals selbst Das gespottet kann habe. gut sein. Naja. Ja, nur der Pershing hat noch mehr bekommen. Ja, wir haben wieder einen Auftrag erfüllt, zwar nur den Hauptauftrag, nicht die Nebenmission, aber das kann man ja immer noch mal machen, wenn man es will. Wenn man die Mission ja abgeschlossen hat, man kann ja noch nicht weiter, wenn man die Mission, die 15er abgeschlossen hat. Und dann kann man ja die anderen nochmal erfüllen. Ja, das und man kann, genau, man kann sich halt hier für die Zuschauer jetzt sehen, man kann jetzt halt sagen, Ergebnis verbessern, dann kann man halt die Seitenmission immer nochmal erfüllen, wenn man sagt, so, das ist machbar. Genau. Zerstören Sie zwei Gegner schwerer Panzer, das Gefecht, dann setzen wir mal, aktivieren wir einfach mal. Also ich bin jetzt nicht unbedingt drauf, die alle machen zu müssen, aber für die Folge haben wir dann erstmal wieder genug gehabt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, mir persönlich hat es sehr gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, macht's gut.